Hallo liebe Kinderautoren, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr seht, ich lege schon wieder Pfeile und eine Spur, eine verdächtige. Ich mache nicht schon wieder eine Schnitzeljagd für die Kinder. Und da habe ich ein paar tolle Spielideen und die könnt ihr auch ausprobieren. Und die zeige ich euch. Und wie immer ganz wenig Aufwand, aber die Kinder werden sich sicher wundern über diese tollen Ideen, die ihr für sie bei der Schnitzeljagd habt. Kommt's mit! Kommen wir zu unserer ersten Spielidee. Ihr kennt ja sicher den Ausdruck, dieses Sprichwort, die Nadel im Heuhaufen finden. Die Kinder müssen jetzt einen grünen Stein hier hinten im Laubhaufen finden. Aber bitte Laubhaufen, keinen Kompost, das wird sonst ein bisschen widerlich. Ihr könnt einen Stein nehmen, der deutlich andere Farbe hat als das Laub, oder eine Plastikbox, in der dann ein Hinweis steht, wo die Kinder als nächstes hin müssen, wo sie den nächsten Hinweis finden. Oder ihr könnt auch einen Hinweis auf den Stein schreiben, ganz wie ihr wollt. Kommt's mit! Gefunden! So, und weiter geht's zur nächsten Station. Für unsere nächste Spielstation braucht ihr entweder einen Kescher oder, wenn ihr sowas nicht habt, nehmt ein Obst- oder Gemüsenetz oder einfach eine normale Jute-Tasche her. Und zwar geht das Spiel wie folgt. Ihr werft Laub in die Luft und die Kinder müssen versuchen, möglichst viel Laub in den Kescher aufzufangen. Also nochmal eine Handvoll Laub. Und in die Luft und schon muss man fangen. Und dann wird geschaut, wer hat am meisten Laub mit dem Kescher fangen können. Also nochmal zum Mitschreiben. Ihr nehmt Laub, natürlich ohne Zweige und Äste, ist klar, ja, so. In die Luft und fangen. Auch ein tolles, einfaches Spiel, bei dem die Kinder garantiert ihr Freude haben. Und weiter geht's, kommt's mit. So, und weiter geht's zur nächsten Station. So, und das nächste, ihr könnt es kaufen, die kosten keine 10 Euro, ich glaube 5 Euro kosten die Dinger, diese Dosenstelzen. Oder auch selber bauen, eben mit alten Blechdosen, einfach zwei Löcher durch, eine feste Kordel und schon kann es losgehen. Das Beste ist, ihr könnt jetzt entscheiden, macht ihr einen Staffellauf, macht ihr einen Hindernislauf oder an die Kinder mit diesen Dosenstelzen. Ich nehme es jetzt nicht her, ich glaube für meine 50 Kilo ist das Ganze nicht ausgelegt. Dann laufen müssen. Das ist übrigens ein uraltes Kinderspielzeug, diese Dosenstelzen. So, und los. Ja, ihr seht selber, Dosenstelzen funktionieren immer. Und ihr könnt Hindernisse einbauen, ihr könnt einen Staffellauf machen, ihr könnt ein Wettrennen machen, zwei Kinder immer gegeneinander. Wie ihr lustig seid, Dosenstelzen laufen ist auf jeden Fall für die Kinder ein richtiger Spaß bei der Schnitzeljagd. So, und weiter geht's zur nächsten Station. Kommen wir zu unserem nächsten Spiel. Im Herbst haben manche Tiere ziemlich Hunger und ihr braucht für diese Spielstation eigentlich nur ein Stück Pappe oder in dem Fall einen Gemüsekarton. Zeichnet hier lustige Tier auf. Ich habe jetzt einen Igel genommen. Ihr könnt auch ein Eichhörnchen malen, ihr könnt einen Hasen malen, ihr könnt ein Reh malen, ihr könnt einen Hirsch malen, was immer ihr wollt. Schneidet ein Loch rein, ungefähr handflächengroß, gut. Ich habe ziemlich einen Blattdeckel als Hände, also meine nicht unbedingt als Maßstab nehmen. Dann braucht ihr noch Kastanien, Bucheckern oder eine Nuss. Stellt diese ganze Spielstation an einen Baum. Und jetzt versuchen die Kinder, diese Baumfrüchte in... Oh, ja, ich habe eine tolle Trefferquote. Da reinzuwerfen. Also ein wirklich simples Spiel, aber die Kinder haben garantiert ihren Spaß dabei. So, und weiter geht's zur nächsten Station. Nächste Spielstation, liebe Kinderautoren, benötigt ihr ein Stück Straßenkreide, eine Sandschaufel, die hat sicher jeder zu Hause, und auch wieder Kastanien, Nuss oder Bucheckern. So, wir malen jetzt eine Zielscheibe auf dem Boden. Wenn ihr im Wald diese Schnitzeljagd macht, liebe Kinderautoren, könnt ihr ja das Ganze in den Boden mit einem Stock hinein zeichnen. So. Gut, jetzt haben wir unser Ziel schon fertig. Und jetzt nehmen wir unsere Kastanien und die Schaufel und benutzen das Ganze als Katapult. Das heißt, ich lege hier eine Kastanie drauf, spanne das und versuche jetzt möglichst nah in die Mitte zu schießen. Achtung und Schuss. Okay, das war zu... Na, schaut's her, zu wenig. Jetzt kommt die Nuss dran.
Der ging richtig daneben. Die nächste Kastanie. Oh, war auch nichts. Hier ein bisschen nach hinten. Ja, also seht, ich muss noch kräftig üben. Aber das Spiel funktioniert und es ist ganz, ganz einfach. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch ein Spiel, wo die Kinder sich nochmal richtig, richtig auspowern können. Und das ist auch ganz, ganz einfach zu machen. Kommt's mit! So, und weiter geht's zur nächsten Station. Zu unserem letzten Spiel für unseren Schnitzellauf. Dazu braucht ihr einen Baum, etwas Laub, das liegt ja am Boden schon, und ein Seil. So, damit, keine Sorge, damit werden nicht die Kinder gefesselt und ihr macht euch einen schönen Lenz zu Hause. Schön wär's. Nein, das ist ein ganz einfaches, auch altes Kinderspiel aus dem süddeutschen Raum. So, als erstes binden wir das Seil am Baum fest. Mehr brauchen wir nicht. Gut. So, und jetzt in verschiedenen Abständen machen wir kleine Laubhaufen. So. Und wieder einen Laubhaufen. Rund um den Baum legen wir in verschiedenen Abständen solche Laubhaufen an. Und hier kommt auch nochmal einer her. Ein kleiner Laubhaufen. Wir müssen nicht riesengroß sein. Es reicht, dass man erkennt, dass hier so ein schöner Laubhaufen ist. So, und jetzt zum Spiel. Das ist ganz einfach zu erklären. Ein Kind muss das Seil in die Hand nehmen. Das darf das Seil nicht aus der Hand geben. Mit zwei Händen oder einem, ganz egal. Oder in meinem Fall, was noch besser ist, wenn ihr so einen Karabiner habt, dann kann man das wie eine Leine hinten am Hosenbund befestigen. So, hat den Vorteil, das Kind hat beide Hände frei. Und jetzt kommen die anderen Kinder und versuchen immer, so einen Laubhaufen kaputt zu treten. Und hier derjenige, der Wächter der Laubhaufen ist, der muss wie ein Humpi, wie ein Wauwau, muss der hier seine Laubhaufen gegen die anderen Kinder verteidigen können. Wer abgeschlagen ist, der muss dann stehen bleiben, bis einer einen Laubhaufen umgeschlagen hat. Also ganz simples Spiel, aber unglaublich mit Schnelligkeit verbunden. So, ich mache mir jetzt da wieder locker. Ja, liebe Kinderautore, ihr seht selber, mit wirklich wenig Aufwand wie einen einfachen Pappkarton könnt ihr tolle, tolle Schnitzeljagdspiele für die Kinder basteln. Weitere tolle Ideen, auch für Schnitzel. Und die schauen wir uns an. Kommt's wieder. Den weißen Beutel beim Weißen Kreuz nehmen. So, und jetzt nimmst du aus dem weißen Beutel die Ringe und den Stock und machst ein Wurf. Folge dem Pfeil bis zur nächsten Spielstation. An der nächsten Spielstation ist ein Kreis, dort findest du ein Sprungseil und damit wirst du Seil springen. Auf geht's! Dann kommen wir doch gleich mal zur nächsten Station. So, schauen wir die. An der nächsten Station findet ihr ein Dreieck. Darin ist ein Auto mit einer Schnur. Versucht, die Schnur so schnell wie möglich aufzuwickeln. Aber ein bisschen plötzlich. Dann schau, wie es bei der nächsten Station weitergeht.
Bei der nächsten Station findet ihr Dosenstelzen. Lauft damit! Tja, schauen wir mal, ob die Kinder schon bei der nächsten Station sind. Bei der nächsten Station erwarten euch Kegel. Und wenn ihr die alle geschmissen habt, findet ihr den Hinweis, wo der Schatz für euch bereit liegt. Ja, liebe Kinder, ihr seht selber, eine Schnitzeljagd mit Kindern kann sehr spannend sein und für euch als Eltern völlig easy und entspannt das Ganze. Der Vorteil vom Walkie-Talkie ist im Gegensatz zum Smartphone, es hat einfach mehr Reiz für die Kinder, weil wer nimmt sowas normalerweise schon her in Zeiten des Mobilfunks? Ist auch klar, oder? Schaut bitte auch, wie weit die Reichweite von dem Ganzen ist. Gebt die Kinder vielleicht eine Karte mit, damit sie wieder zurückfinden. Nicht unbedingt im Wald das Ganze nehmen, wo sie keiner ausgehen und sich dann alle verlaufen. Das ist auch klar, sondern im möglichst übersichtlichen Gelände, wo ihr vielleicht dann auch die Kinder im Blick haben könnt. Weitere tolle Ideen für Schnitzeljagden und Outdoor-Spiele findet ihr auf kinderoutdoor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren und ich freue mich, euch wieder zu sehen und zu hören. In dem Fall macht es gut. Bis dahin, Pfiat, Servus euch.